Hallo, ihr fantastischen Leute und frohe Weihnachten! Ja, es ist wieder soweit, es ist wieder Weihnachten und gefühlt geht es jedes Jahr immer so schnell, bis Weihnachten da ist. Irgendwie, zack, ist Dezember und wupp, Weihnachten. Aber ich glaube, jetzt wo mir es gerade so einfällt, das sagen auch alle Leute immer, ne? Dass nach dem Motto, die Zeit vergeht immer so schnell und alles und irgendwie, ja. Je älter man wird, desto mehr ist da irgendwie dran, habe ich das Gefühl. Aber naja, gut, das Video kommt Weihnachten um 10 Uhr. Ich wünsche auf jeden Fall voraus frohe Weihnachten. Auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert, wünsche ich euch schöne Feiertage, schöne Freitage. Egal, wie ihr die Zeit verbringt, macht es euch gemütlich, genießt ein bisschen die Entspanntheit oder versucht es zumindest. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, schöne Feiertage und wir werden es aber auch nicht mehr so persönlich sprechen. Schon mal einen guten Rutsch an euch alle. Kommt gut ins neue Jahrzehnt auf jeden Fall. Ja, kurzer Plan, jetzt vielleicht schon im Community-Tab gesehen. Diese Woche kommt so ein bisschen das Sonntagsvideo zu kurz. Es ist einfach zu wenig Zeit. Es ist viel, viel zu tun. Deswegen nicht wundern, es kommt heute das Video. Und Donnerstag habe ich noch ein Quetzig-Video mit einem quasi Weihnachtsspiel. Aber vielleicht irgendwie auch doch nicht Weihnachtsspiel. Ihr werdet es sehen. Aber Sonntag kommt leider kein Video. Und nächstes Jahr starten wir wieder ganz normal durch. So, aber so viel genug zu dem Vorgelaber. Wir haben eine schöne Weihnachtswichtelaktion gemacht. Zwar habe ich mich mit meinen Leuten zusammengeschlossen. An dieser Stelle viele Grüße an euch alle. Ja, also mit den Leuten, die ich immer so auf Börsen unterwegs bin und so weiter, die haben auch alle andere YouTube-Kanäle. Und wir stehen natürlich viel auch im privaten Kontakt und haben mal beschlossen, dass wir dieses Jahr mal Weihnachtswichteln machen wollen. Eine super Idee. Ich habe ja letztes Jahr an einem anderen Weihnachtswichteln teilgenommen. Aber wenn das so, wenn man sich so mehr kennt, ist das natürlich dann auch wunderbar. Und wir haben beschlossen, dass wir vom Auspacken alle ein Video machen und um 10 Uhr hochladen werden. Ich verlinke euch in den Kommentaren, in der Beschreibung der anderen Kanäle, dann könnt ihr da auch vorbeigucken und mal gucken, was die anderen alle bekommen haben. Wie gesagt, schöne Aktion. Wie gesagt, besucht die anderen, lasst denen auch gerne mal ein Abo da. Aber genug der Vorrede, ihr seid wahrscheinlich genauso gespannt, wie ich, was in diesem Wichtelpaket da ist. Erstmal großes Lob an den Hermesmann, der das sehr kreativ versteckt hat. Ich habe schon zuerst gedacht, dass ich irgendwie kein Paket, dass das irgendwie verschütt gegangen wäre. Aber der Hermesmann hat das sehr, sehr kreativ versteckt. Unbekannter Stelle gut gemacht. Sehr schön. Packen wir aus, würde ich sagen. Ne? Ich bin nämlich schon ganz gespannt und ich habe gefühlt schon viel zu lange vorgelabert. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe bisher nur die großen Tesafilmbänder rundum aufgelöst. Es ist Papier drin. Oh, sogar schön eingepackt. Wir haben uns übrigens ein Limit gesetzt, maximal 15 Euro. Ne? Sollte man immer machen. Eine Karte und ein wunderbares Geschenk ist drin. Wunderbar eingepackt. Ich packe den Karton mal zur Seite. Auf jeden Fall, mein lieber Wichtelpartner, wesentlich kreativer eingepackt, als ich das gemacht habe, auf jeden Fall. Ich schau mal rein. So. Hallo Panda, ich hoffe, dass dich das Wichtelpaket rechtzeitig erreicht und du etwas damit anfangen kannst. Alles Gute und frohe Weihnachten wünsche Kurojin. Kurojin, vorweg schon mal vielen, vielen Dank. Auch ihn habe ich natürlich unten verlinkt. Besucht den, lasst ein Abo da. Sehr sympathischer Mensch mit eindeutig zu wenig Abos. Und dann würde ich sagen, es fühlt sich irgendwie buchartig auf jeden Fall an. Ich schaue einfach mal rein. Ach, kennt ihr das? Man reißt auch eher auf, oder? So Geschenkepapier, als man es macht. Ah, ich sehe schon. Sehr schön, sehr schön. Ja, wunderbar. Ein Warhammer 40.000 Roman. Und zwar Feuer des Glaubens, was sehr, sehr schön ist. Das habe ich nämlich durchaus noch nicht. Und ich weiß nicht, das ist echt Zufall. Ich habe das auf meine Amazon-Wishlist erst vor einer Woche gesetzt oder ähnliches. Weil wisst, ich bin ein großer Warhammer 40.000 Fan auf jeden Fall. Und da gibt es ja verschiedene Fraktionen. Und die Adeptus Sororitas, das sind so ein bisschen so die Kampfnonnen, kann man sagen, wie auch hier auf dem Cover zu sehen ist. Die haben jetzt nämlich auch ein paar, ne, ich will hier wieder irgendwelche Gesichter fokussieren.
die haben auch ein paar Romane jetzt bekommen. Und die Fraktion finde ich eigentlich sehr interessant, weil die vom Stil her sehr, sehr schön ist. Und ja, das passt wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, lieber Kuro, auf jeden Fall dafür. Das habe ich, bin gerade echt so ein bisschen überrascht, weil ich habe das so auf meine Wishlist gesetzt eigentlich. Und jetzt schenkst du mir das. Das war wahrscheinlich Gedankenübertragung auf jeden Fall. Sehr cool. Sehr coole Sache. Freut mich, lieber Kuro. Das war es auch schon, das Wichtelpaket. Ich würde euch sagen, wie am Anfang, frohe Weihnachten. Verbringt die Zeit auf jeden Fall wunderbar, schön, schön chillig. Vielen Dank, wie gesagt, Kuro, an dieser Stelle für das super Geschenk und die Gedankenübertragung. Falls ihr mehr über Warhammer 40.000 einfach mal bei YouTube eingeben. Sehr, sehr schönes Sci-Fi-Universum. Mein Lieblings-Sci-Fi-Universum auf jeden Fall. Aber ich komme ins Labern. Ich komme in solchen Videos immer ins Labern. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so länger in die Zeit strecken. Feiert schön, egal wie. Macht's gut. Euer Panda. Tschüss.